Eyho, willkommen zurück zu Pokémon Silberne Edition. So, ich hatte ja gesagt, ich wollte meine Pokémon trainieren. Das habe ich getan. Bin jetzt alle auf Level 72. So, jetzt, Moment. So. Und Professor Eich sagte ja was von, er macht den Weg frei. Das heißt, wir können jetzt hier diesen Weg, den wir früher einmal gegangen sind, um zur Pokémon-Liga zu gelangen. Der Weg existiert natürlich immer noch mit wilden Pokémon hier auf diesem Örtchen. Aber natürlich mit anderen wilden Pokémon. Jetzt hier zum Beispiel ein Ibitak auf Level 7. Sowas sieht man auch nicht oft. Also wir hauen ab, das Ibitak interessiert uns nicht. So, es ist immer noch derselbe Weg zur Pokémon-Liga. Und hier ist das Gebäude. Das Gebäude ist ein bisschen kleiner geworden. Und hier hat sich natürlich auch alles verändert und die beiden Gestalten, die hier standen, sind weg. Hier oben geht's zur Pokémon-Liga, da unten geht's wieder zu der Siegestraße. Wir wollen jetzt aber hier hin, weil es hier gefährlich aussieht. Route 28 ist das. Okay, hier gibt's auch ziemlich starke wilde Pokémon. Die natürlich jetzt auch direkt angreifen. Hier zum Beispiel ein Dingens, ein Dotri auf Level 43. Also zum Trainieren ist das hier auch richtig gut. Aber ich denke mal, ich bin stark genug. Ja, es ist natürlich ideal, wenn mich jetzt tausende von wilden Pokémon angreifen. Ein wildes Galoppa. Interessant. Aber auch dieses Pokémon interessiert mich nicht die Bohne. Ich wollte eigentlich nur hier irgendwie etwas schneller durch. Da oben wäre ein Haus gewesen, da möchte ich nicht hin. Ja, das ist toll. Ein Tangela. Ja, Tangela, du kannst mal gepflegt irgendwo in eine Ecke gehen, aber mich nicht angreifen. Ich werde dir sehr verbunden. Ach nö. Ein Ponita. Auch so süß. Ein kleines Pferd. Okay, Tornupto, wir gehen natürlich wieder auf Flucht. Wir wollen hier einfach nur weiter. Ich möchte endlich der Beste werden, aber es ist mir nicht vergönnt, wenn mich alle zwei Sekunden hier ein Pokémon angreift. Tangela, ich habe doch gesagt, du sollst irgendwo in eine Ecke gehen. Das gibt's doch nicht. Warum hörst du nicht auf mich? Lass mich in Ruhe. Weiter. Öp, 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 öp. So, mit kleinen Schritten gehen wir wieder auf wilde Pokémon, ja. Und wieder ein Ponita. Hallöchen. So, los, Tornupto. Wir gehen wieder auf Flucht. Wir sind feige. So, das Pokémon Center noch einmal. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Gut, zum letzten Mal wahrscheinlich. Hoffe ich. Und danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Klar. Jetzt gehe ich aber mal kurz nochmal weg hier. Also ich kann ja jetzt jedes Mal wieder hier hinfliegen. Ich gehe mal kurz nach Ebenholz City. So, und zwar in den Supermarkt, weil ich will mir jetzt doch nochmal irgendwie Topschutz oder sowas kaufen. Willkommen! Ja, hat er denn sowas? Topschutz, genau. Da kaufen wir mal ganz viele, Geld habe ich ja genügend. So, 31 Mal. Kannst keine weiteren Einzelnen vertragen, das ist natürlich ideal. Also verkaufen wir mal ein paar Sachen hier. Den Superschutz habe ich ja auch noch. Ja, hier, guck mal, sowas. Achso, davon hätte ich zwei verkaufen können. Na gut, dann nochmal. So, hier Angriff Plus kannst du auch haben. So, das sollte lang. So, und jetzt möchte ich aber gerne, dass du mir... guck mal, jetzt hat er die beiden auch im Angebot, oder wie? Oder hat er die vorher auch gehabt? Ich weiß es gerade nicht. Jetzt will ich aber hier endlich meinen Schutz kaufen, so. So, danke. Nein, du kannst nichts mehr für mich tun, ich bin nicht zu retten. Okay, Taubos, wo bist du? Wir wollen zurück zur Silberhöhle. Gut, dann werde ich auch sofort diesen Schutz jetzt einsetzen. So, Topschutz. Okay, der beste Schutz der Welt. Rauf auf mein Fahrrad und rein in die Höhle. Okay, hier ist Dark. Also benutze ich mein Ampharos, das ja Blitz erlernt hat. So. Und los geht's. In der Höhle. Wollen wir mal schnell zu Rot.
den weltbesten Pokémon-Trainer. Der Trainer, den wir in Gelb an die Spitze gebracht haben. Und jetzt müssen wir ihn von dieser Spitze wieder runterwerfen. So. Wir dürfen gleich schon bei ihm sein. Ja. Das geht ja alles wesentlich schneller als erwartet. Und da oben steht er schon. Gut. Ich glaube, er fing ja mit Pikachu an. Das heißt, ich gehe schon mal auf meinen Georock. Und los geht's. So, die Musik ist weg. Und wieder die epische Melodie. Und da ist er. Trainer Rot möchte kämpfen. Und wie erwartet fängt er mit Pikachu an. Level 81! Boah! Okay. Man kann es ja trotzdem versuchen. So, mein Angriff ist stark gesunken. Und Pikachu ist... Gut, das... Dein Pikachu ist schon mal weg. Alter Falter, Level 81. Hoffentlich sind die anderen jetzt ja auch nicht so stark. Psyana, was soll ich denn gegen Psyana einsetzen? Ich weiß es doch nicht. Zaubers? Warum nicht? So, Georock, komm erstmal zurück. Okay, Taubos. Gut, das ist nur Level 73. Ist ja doch nochmal eine andere Liga dann. Ja, ich ziehe ihn auf jeden Fall was ab. Gut, er wird Psychokinese ein, habe ich erwartet. Aber Taubos bleibt stark. Gut. Jetzt setzen wir mal kurz Fliegen ein. So, und Fliegen. Könnte vielleicht lang für Psyana. Und, ja. Sehr schön. Okay, welches Monstrum setzt du da als nächstes ein? Turtok. Das ist denn in Ordnung. Da habe ich nämlich mein Ampharos. So. Hallo Turtok. Taubos, komm zurück. Und Ampharos. Nutzen wir den Donnerschlag. Level 77. Meine Güte, ich hätte doch vielleicht noch mehr trainieren sollen. Aber im Moment sieht es ja nicht so schlecht aus. Gut, Regentanz ist in Ordnung. Dadurch sind meine Donnerattacken natürlich auch stärker. Gut, dieses Pokémon ist auch futsch. Okay, welches Pokémon kommt als nächstes? Relaxo. Okay, ich tausche aus. Gegen Nidoqueen. Weil Nidoqueen ja auch Kampfattacken kann. Und die sollten ja effektiv sein gegen Relaxo. Auch wenn Relaxo Level 75 ist. Okay, Doppelkick. Wird ihm ja schon ordentlich was abziehen. Ja, ich hatte eigentlich mehr gehofft. Das ist leider nicht so viel wie erwartet. Na, seine Verteidigung ist jetzt auch noch gestiegen. Kann er trotzdem weiter mit Doppelkick draufkloppen. Ich mag Relaxo nicht. Das hat so eine dicke Verteidigung. Und wenn er jetzt irgendwie Erholung einsetzt, war alles umsonst. Gott, oh Gott. Seine Attacke ist aber auch nicht schlecht gewesen. So, oh, das sieht gut aus. Da kommt schon mit dem Doppelkick jetzt. Ja, Relaxo ist weg. Okay, ich denke mal, so langsam kriegen wir ihn klein. Zwei Pokémon noch übrig. Jetzt kommt Isaflor. Dafür habe ich natürlich mein Tornupto. So, hallo Isaflor. Nidoqueen, komm zurück. Tornupto. Es hat aufgehört zu regnen, das ist gut. Und Flammenwurf. Sollte ihn ja schon ordentlich was abziehen. Und... Ja, es lebt sogar noch. Hätte ich nicht gedacht. Gut, er bereitet sich vor für den Solarstrahl, aber den wird er nicht mehr ausführen können. Okay, also so schwer ist der Kampf dann doch nicht gewesen. Weil jetzt hat er nur noch Glurak, den kriege ich ja wohl klein. Da kann ich mal Azumarill benutzen. So, Glurak, sein letztes Pokémon. Und dann ist dieses Spiel auch geschafft, das ist Wahnsinn. Ist schon wieder ein Spiel durch dann. So, jetzt Feuerwirbel ein. Ja, Azumarill ging in die Falle, das ist völlig egal, weil das mir nichts macht. So, sein letztes Pokémon, Glurak. Fast schon tot. Ja, man, der Feuerwirbel schadet noch ein bisschen, ist egal. Ja, auch Flammenwurf wird mich wohl kaum noch irgendwie vom Sieg jetzt trennen. Ja, auch wenn es ein Volltreffer war. Ich setze noch einmal den Surfer ein und dieses Glurak ist auch weg. Damit haben wir das Spiel durchgespielt, ja. Ich werde die legendären Pokémon, habe ich ja mal erwähnt, nicht holen. Weil,
Die drei Hunde-Pokémon da sind ja willkürlich irgendwo. Von daher wäre das zu viel Aufwand. So, Rot wurde besiegt. Er sagt nichts mehr dazu. Wow, ich habe viel Geld dafür gekriegt. Pünktchen, Pünktchen. Ja. Oh gut, und wir sind auch weg. So, jetzt kriegen wir noch einmal die Credits zu Gesicht, die wir schon einmal hatten. Nach der, ja, regulären Hälfte des Spiels, aber leider gesehen für die zweite Hälfte, also für die Kanto-Reise, habe ich bei weitem nicht so lange gebraucht wie für die Johto-Reise. Es ging alles ratzfatz. Okay, ja, ich könnte noch natürlich jetzt mal ein Fazit zu diesem Spiel abgeben. Ich meine, es ist Pokémon, ne? Also was erwartet man? Die, ja, der Spielverlauf ändert sich nie. Also man ist immer halt der Trainer, der kriegt sein Pokémon vom Professor und versucht der Beste zu werden. Das ist in jeder Pokémon-Generation das Gleiche. Von daher kann man da nicht so viel zu sagen. Also, es ist ein tolles Spiel, klar. Macht auch Spaß. Ist auch schön, dass man hier halt 16 Orden sammeln kann. Dass man nochmal die alte Region besuchen kann. Das hat leider keine der späteren Generationen so gemacht. Was ich schade finde. Okay, ja, wir sehen jetzt noch kleine Elekids hier, die hier rumtanzen. Und die Visos natürlich auch. Also ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen bei euch, wenn das jemand gesehen hat. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Wir gucken uns einfach noch den Abspann zu Ende an. Das war es dann auch von meiner Seite aus. Tja, Leute, das Projekt ist vorbei. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll gerade. Na gut, aber wir sehen ja auch hier Ende und dementsprechend ist das das Stichwort. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem anderen Projekt. Tschüss.